Kiki! Ja, häng los, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Hammermäßig. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir laufen gerade im Hafen von Honolulu ein. Und das sieht mal richtig cool aus. Fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an hier. Das Wetter ist super. Und wir haben erstmal hier am Hafen viele Fische gesehen und Seesterne, denn wir sind gerade auf dem Weg zum Aloha Tower. Dann haben wir hier vorne angehalten. Voll viele Fische im Wasser, ne? Ja, vor allem wir sind noch nicht weit gegangen. Da hinten stehen wir. Ja, und direkt hier vorne die ersten Fische und sogar sehr große. Das ist der Hammer, wie ein Aquarium. Vor allen Dingen ziehen die ja alle an uns vorbei. Ja, das ist echt Hammer. Das haben wir noch nie gesehen, sowas. Einfach so. Schaut mal, die haben wir gesehen. Alle drei. Und das hier ist der Kihi-Kihi. Schon wie Kikiriki. Hey, lest den mal vor, bitte. Kikiriki. Aber den oberen Namen. Humu Humu Nukunu Kuapua. Ja, würde ich sagen, passt. Lauipala or Yellow Tang. Ja, der war easy, aber der war nicht schlecht. Humu Humu. Wahnsinn. Aber echt stark. Man guckt hier rein und alles voller Fische. Ungefähr 10 Minuten jetzt vom Schiff entfernt ist hier der Aloha Tower Marketplace und genau da ist natürlich auch der Aloha Tower und den schauen wir uns jetzt an. Auf jeden Fall eine total geniale Aussicht und das Beste daran ist for free. Es ja. Kostet nämlich nichts hier. Muss unten nur mal den Rucksack kontrollieren lassen und dann kann man auch schon hoch. Voll die süße Karte hier von Oahu und wir sind zum Beispiel hier vorne. Also hier ist der Tower und hier sogar auch der Flughafen. Ja, stimmt. Und Oahu ist halt hier die komplette Insel. Und die Stadt, wo wir sind, ist halt Honolulu. Voll die coole Gegend hier. Also Hawaii gefällt uns echt richtig gut. Und schaut mal, da oben bei dem Gebäude, da spiegeln sich die Wolken. Das sieht mal mega aus. Ja. Daniel ist auch am Filmen. Sieht aber süß aus. Jetzt geht's nach Waikiki!
Leute, es ist wieder soweit. Der Mann rastet aus. Ja, ich bin ja nicht mehr so der Autoverrückte, aber der Wagen hier gefiel mir schon ganz gut. Aber der hier, das ist der Hammer. Stark. Wir sind jetzt auf Magic Island im Ala Moana Beach Park. Da hinten seht ihr den Strand, ne? Und die Hochhäuser. Und eigentlich war das ein Resort-Komplex. Ja. Also es ist ganz künstlich gemacht hier. Und im Endeffekt wurde es aber ja, zum Park umgebaut dann. Genau, und super interessant ist, heute Sonntag. Also sind viele Locals hier unterwegs. Ja. Und ganz viele, die bauen sich hinten komplette Unterstände auf, grillen Pavillons. Hier, ja, Pavillons, genau, haben Musik an und ja, sind gut drauf, haben Spaß, es ist eine coole Atmosphäre und der Park an sich, der geht jetzt genau nach da, Richtung Wasser. Bei Kiki. City angekommen, haben uns mal ein bisschen was zum Mittagessen geholt, also eher gesagt ein paar Snacks. Und ich glaube, für das alles haben wir jetzt $20 bezahlt, ne? Ja. Ist nicht viel, aber wird uns sättigen, ne? Ein bisschen zumindest. Ja. Mit Hunger. Ja. Wir so. Sind. Da sind wir am berühmten Waikiki Beach. Genau, hinter uns die Statue des Duke Haua Kanamoku. Das ist der Begründer oder er gilt als Begründer der modernen Surfkultur. Und ist total viel fotografiert oder oft fotografiert hier. Wir haben gerade Glück, dass man Platz ist im Hintergrund. Ja, der Waikiki Beach ist einfach extrem bekannt. Hier ist richtig viel los. Die Hölle, das ganze Wasser ist voller Surfer. Das gucken wir uns jetzt erstmal noch genauer an. Waikiki ist nicht nur für den Strand bekannt, sondern auch für all die Hotels hier und den Shopping Strip. Hier kann man echt shoppen, bis man arm wird. Wirklich, Restaurants gibt es ohne Ende. Und wir gucken jetzt, dass wir im Shopping Center Wi-Fi, also Internet haben, weil dann bestellen wir uns ein Uber und dann fahren wir zurück zum Schiff. Denn heute Abend haben wir noch eine Sunset Dinner Cruise und deswegen müssen wir so langsam wieder zurück. Für uns geht es jetzt los, Sunset Dinner Cruise startet und jetzt eben war alles total bewölkt, jetzt zieht es wieder ein bisschen, oder nicht zieht auf, es klart wieder ein bisschen auf, also ich hoffe, dass wir den Sonnenuntergang heute auch sehen können. Das ist super interessant, die Strecke, die wir heute gelaufen sind, die war auch relativ lang. Die fahren wir gerade mit dem Boot hier oder mit dem Schiff halt. Und jetzt sehen wir die Skyline auch mal von außerhalb. Vor allem ist super stark hier hinten, scheint eigentlich jetzt die Sonne. Und ganz hinten auf dem Festland, da regnet es. Oh, schneit es, wollte ich sagen. Da regnet es. Es gab doch hier Schnee. Ja.
Oh, war das der Hammer oder war das der Hammer mit den Walen? Ich weiß nicht, wie viele wir gesehen haben, 5, 6 Stück oder so. Ja. Und die sind ja auch richtig rausgesprungen. Auf einmal fingen die Leute an zu schreien. Und so, was meinst du, da ist irgendwas im Wasser, da ist ein Wal oder irgendwie ich habe gedacht, ein Delfin oder irgendwie sowas. Delfin. Hammermäßig. Ja, also man kann hier extra Waltouren vor allem machen, bezahlt da richtig viel Geld extra nochmal für. Und wir haben halt so ein Sunset-Dinner und eine Waltour in einem heute, also mega gut. Aber echt, ne? Und wir waren ja schon total oft an Orten, wo es Wale gibt oder in Ländern und dann waren wir nie zu der richtigen Zeit da. Und dieses Mal, ja okay, in Australien letztens, aber da waren sie gerade wieder weg. Ja, knapp verpasst. Ne? Und jetzt sind wir echt zur richtigen Zeit da. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Nee, allein heute der Sonnenuntergang war schön, die Aussicht ist mega, Essen war gut, aber das mit den Walen war das Highlight. Das also. I-Tüpfelchen, ne? Hammermäßig. Runter vom Schiff, das steht da hinten und warten gerade auf unser Uber und dann geht's ab zum Diamond Head. Hawaii bis jetzt ist von der Landschaft her total genial, aber wir haben ein bisschen Pech, auch hier wieder. Drohnen sind nicht erlaubt. In Hilo hätten wir super genial filmen können, bei den Lavaströmen, das sah einfach total Hammer aus. Hier jetzt auch, aber ja, ist leider nichts zu machen. Wir haben extra eine neue Drohne gekauft, wollten das coolste Material hier produzieren, super schöne Videos. Können sie gerade nicht nutzen, mega schade. Der Eintritt hat übrigens $1 pro Person gekostet. Ich glaube, die haben heute sehr viel eingenommen. Ja, weil es ist die Hölle los. Das hatten wir gar nicht erwartet. Nee. Vor allen Dingen für den Montag, ne? Ja. Ich denke, wir sind jetzt circa auf halber Strecke nach oben und der Weg ist eigentlich wirklich gut zu gehen, ja. Aber teilweise doch recht steil und es kommen einem wirklich viele, oh Gott. Da passiert es schon, rutscht er weg. Teilweise kommen einem echt viele Leute entgegen, gerade wenn man eine ruhige Minute erwischt, aber man muss doch aufpassen, dass man ab und zu keine Leute hier umläuft. Schaut euch mal die Aussicht an, mega, oder? Das ist echt Hammer. Wir sind noch nicht mal ganz oben. Ja, so ein bisschen Jurassic Park, ne? Ja, auf jeden Fall. Wisst ihr, dass wir heute übrigens Jubiläum haben? Wir haben nämlich heute 3,5-jähriges, aber nicht als Paar, sondern auf der Weltreise. Also genau. Wir sind heute 3,5 Jahre unterwegs. Richtig heftig, oder? Ja, total stark. Ich weiß noch damals, wo wir losgezogen haben, wir haben gesagt, komm, wir machen erstmal ein Jahr und machen in einem Jahr die ganze Welt, haben wir gesagt. Wir wollen so viel sehen, wie geht. Und direkt am Anfang haben wir dann gesagt, komm, lass es uns alles ruhiger angehen. Und ja, 3,5 Jahre später, wir stehen auf Hawaii, vor Oahu. Boah, das ist unglaublich. Wir haben gestern Wale gesehen, weil was im Moment passiert, ist so unfassbar. Und auch hier jetzt wieder, ich hoffe, wir fallen nicht hier runter. 360 Grad Ausblick. Das ist so mega schön. Echt der Wahnsinn. Wir stehen gerade übrigens im Krater selber drin. Also da vorne an der Wand, da sieht man das auch so richtig schön, dass das hier so runter geht. Ja, und wenn wir uns drehen, ist da hinten das Tal vom Krater. Boah, voll der Brummer im Kopf. Auf jeden Fall da vorne sind wir gestartet und jetzt sind jetzt, denke ich, so auf halber Höhe. Steil. Ja. Jo, wir haben halt gedacht, der Anfang wäre steil gewesen, aber das jetzt ist nochmal ein ganz anderes Level. Wow. Also das hier wäre jetzt eigentlich der perfekte Spot für die Drohne, oder? Ja. Dickes Haar um den Boden. Hammer Aussicht.
Ja, häng los, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Hammermäßig. Die Aussicht Obwohl, ist so genial. Ja, ein Stückchen geht es noch hoch, aber da oben ist es so voll. Wir haben gedacht, wir filmen hier mal kurz. Das ist der Wahnsinn, weil die Aussicht, das Meer da unten. Lass uns mal umdrehen gerade. Da hinten ist auch wieder Jurassic Park mäßig, ne, würde ich sagen. Aber bebauter Hänge. Ja, war mega schön hier oben. Das müsst ihr unbedingt machen. Jetzt sind wir tatsächlich ganz oben. Eine Hammer Aussicht. Gibt's jetzt zum Mittagessen eine Acai Bowl und einen Pineapple Smoothie. Total cool gemacht, ne? Ja, das ist mega cool. Der Taubenflüsterer. Taubenflüsterin. Ja, jetzt bin ich es. Die sind voll weich. Super cool gerade mit den Vögeln. Wir machen uns gerade auf dem Weg nach unten wieder zum Waikiki Beach in die Richtung. Hoch sind wir im Uber ja gefahren, jetzt gehen wir gerade runter. Weil wir kein Internet haben. Genau, wir wollten eigentlich nur ein Uber buchen wieder. Gibt aber kein Internet da und der Bus, der da fährt, so ein Touri-Bus, der kostet $10 pro Person nur bis zum Waikiki Beach, also eigentlich nur den Berg runter. Das ist dann doch ein bisschen zu heftig, dann macht Gott, gehen wir halt. Sonne knallt zwar immer noch derbe, aber das schaffen wir schon. Aber mit den Vögeln gerade, das ist ja richtig cool. Das war es jetzt für uns mit Hawaii. Es war wirklich ein erster richtig guter Eindruck. Ja. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Das war jetzt gerade so. Jetzt aber.
Als nächstes geht es ja in die Südsee und wir sind schon so gespannt. Also Papeete, Moria, ja, und Bora Bora, da gehen wir dann vom Schiff. Aber erst haben wir noch mal 5 Seetage, ja, bis wir dann halt in der Südsee ankommen. Dann nehmen wir euch dann auch mit, was wir hier so treiben, ne, auf See. Und, ja, aber das gerade jetzt war auf jeden Fall schon ein Highlight. Weil so, richtig toll, Hawaii. Ja, der Vulkan jetzt eben. Ja. Wir kommen wieder. Ja, in diesem Sinne, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, wie es euch gefallen hat. Rein damit in die Kommentare und dann sehen wir uns die Tage auf See wieder. Ciao. Ciao. Aloha! Aloha und hallo! Ich dachte, du sagst was. Ja. Ja. Boah, Entschuldigung. Tut's weh? Stay wow, und er zeigt uns jetzt, wie Fruit Cupping funktioniert. Und danach sind wir dran. Und hier gibt es schon ein paar Beispiele von ihm. Just us.